Die Sportwelt trauert. Elena Facchini begann ihre Karriere als Skirennfahrerin in den späten 90ern. Als erfolgreiche Sportlerin nahm sie an wichtigen Wettbewerben, wie beispielsweise den Olympischen Winterspielen, teil. Bei der WM 2005 gewann sie die Silbermedaille und ergatterte zudem zwei Weltcupsiege. Jedoch erschwerten der Italienerin auch etliche Verletzungen ihre berufliche Laufbahn. 2020 beendete sie ihre Karriere. Nun ist Elena viel zu früh verstorben. Der italienische Wintersportverband FISI bestätigte nun, dass Elena mit nur 37 Jahren aus dem Leben schied. Zuvor soll die Ex-Sportlerin seit vergangenem August an einer Krebserkrankung gelitten haben. Genauere Details bezüglich der Krebsart sind jedoch nicht bekannt. Elena hinterlässt ihre beiden Schwestern Nadine und Sabrina, die ebenfalls als SkirennläuferInnen tätig waren. Bereits 2018 war bei Elena ein gutartiger Tumor entdeckt worden, weswegen sie an den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang nicht teilnehmen konnte. Zwei Jahre später, kurz vor ihrem Comeback, hatte sie dann ihr Wadenbein gebrochen und entschied sich dazu, einen Schlussstrich unter das Skifahren ziehen.